liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Zug, Sie steigen ein, wissen aber nicht, wohin dieser Zug fährt. Und Sie fragen auch die anderen im Abteil, und auch Sie wissen es nicht. Die sagen vielleicht, ich habe jetzt mal einen schönen, bequemen Platz, ich habe vielleicht eine gute Aussicht, aber wohin dieser Zug dann wirklich fährt, darüber kann ich mir noch später Gedanken machen. Also eine ganz absurde Situation, denn normalerweise steigt man in einen Zug, weil man an ein Ziel will. Doch so eine Argumentation, ja, ich mache mir später Gedanken, wo es hingeht, hört man doch oft, habe ich schon in Gesprächen gehört, wenn es um Gott ging, wenn es um das Leben ging, sozusagen die Reise des Lebens, wohin die hinführt. Jetzt am Ende des Kirchenjahres haben uns die Lesungen, die Evangelientexte immer wieder darauf hingewiesen, worauf es ankommt, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, wenn wir vor das Angesicht Gottes treten. Mein Prämitzspruch hat auch etwas damit zu tun. Ich habe ihn aus dem Psalm 86 genommen und er hat zwei Teile, über die ich etwas sagen will, um dann noch am Schluss es mit dem heutigen Evangelium in Verbindung zu bringen. Der erste Teil lautet: Lehre mich, Herr, deinen Weg, dass ich ihn gehe in Treue zu dir. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Für mich ist dieser Weg ein innerer Weg. Ja, der Weg nach Hause, der Weg ins Vaterhaus. Wir sind nicht nur für diese Welt. Wir leben nicht für diese Welt. Wir leben für die kommende Welt. Wir leben für das Reich Gottes. Zu Priestern sagt man, es sind Geistliche. Das haben wir im Deutschen, diese Bezeichnung für Priester. Es sind Geistliche. Das heißt, man erwartet, ja, die sollen auch etwas über den Geist sagen, nicht nur über diese Welt. Liebe Schwestern und Brüder, durch die Taufe kann man sagen, sind wir alle geistliche Menschen. Das heißt, wir sollen aus dem Geist heraus leben. Ja, wir sollen auch andere Menschen darauf hinweisen, wir sind dazu berufen und gesandt. Es gibt noch mehr. Es geht um diesen inneren Geist, um den unsterblichen Geist, den du von Gott empfangen hast und der wieder zu Gott heimkehrt. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Der zweite Teil lautet: Richte mein Herz auf das eine, deinen Namen zu fürchten. Den Namen Gottes zu fürchten, da steckt auch dieser Begriff Gottesfurcht drin. Ein Begriff, den ich lange nicht verstanden habe. Ob ich mich jetzt fürchten muss vor Gott, irgendwie Angst haben muss vor ihm, bis ich eine gute Erklärung gefunden habe. Diese Gottesfurcht kann man auch umschreiben, einfach in diesem Bewusstsein zu leben, dass Gott da ist. Im Bewusstsein zu leben, er sieht mich. Er ist es, worauf es ankommt. Er ist mein Ziel. In diesem Bewusstsein zu leben und auch gleichzeitig in dem Bewusstsein, seine Möglichkeiten sind noch mal viel größer als meine. Ich muss mich nicht nur mit meinen eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten begnügen, sondern seine Möglichkeiten sind noch viel größer. In diesem Bewusstsein zu leben, ja, der Herr schaut auf mich. Und zwar nicht ein Herr, der mich verurteilt, der irgendwie nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache, sondern der mir bewiesen hat am Kreuz, wie sehr er mich liebt. Diesen Blick vom Kreuz, unter ihm zu leben, das setzt Kraft frei. Das setzt Freiheit in unser Leben. Ja, Gottesfurcht ist deshalb eigentlich das Gegenteil von Angst. Wenn ich merke, jetzt schaue ich eigentlich nur drauf, was Menschen
über mich denken. Jetzt lebe ich eigentlich nur, um Erwartungen zu erfüllen, die Menschen an mich stellen. Dann ist das für mich ein Zeichen, dass meine Gottesfurcht noch nicht sehr stark ist. Nein, Gottesfurcht, sie macht mich frei. Frei von diesen Blicken der Menschen auch. Sie setzt mich frei, für Gott zu leben. Im Evangelium haben wir gehört, dass die Witwe zwar nur ganz wenig gegeben hat und trotzdem Jesus genau auf sie hinweist und sagt, sie hat alles gegeben. Die anderen haben nur von ihrem Überfluss gegeben, aber sie hat alles gegeben. Das ist auch für mich eine Ermutigung. Jesus sagt, du musst nicht viel geben, sondern du musst alles geben. Die Witwe, wenn sie sich verglichen hätte mit den anderen und gesagt hätte, was kann ich schon antun, anstellen, ich habe nur so wenig, die anderen haben mehr, dann hätte sie sich davon abhalten lassen, ihr ihres dazu zu geben. Wir müssen nicht viel geben, wir sollen nur alles geben. Darum geht es Gott, darum geht es Jesus. Gib ihm das, was du hast. Gib ihm deine Hingabe. Und dazu brauchen wir seine Gnade, brauchen wir seine Kraft, die er uns verspricht im Heiligen Geist, die er auf uns gesandt hat. Und so will ich jetzt mit diesem Psalmvers für uns, für mich beten, dass er uns immer wieder daran erinnert, wohin unser Leben hinführt, wo dieser Zug letztlich hinführt. Herr, lehre mich deinen Weg, dass ich ihn gehe in Treue zu dir. Richte mein Herz auf das eine, deinen Namen zu fürchten. Amen.